Ich nehme jetzt einen Verlodderten. Der Verlodderte sieht auch gut aus. Kennst du diese Kühe mit diesen, ich weiß gar nicht, irgendwie bla 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 Weiderind? Die haben so ein, wie diese Verlotterten, so viele Haare im Gesicht. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Wir sind wieder am Start. Lisa Kasch und Damakasch. Huch. 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 In Riders of Icarus. Und wir müssen hier zu irgendeinem so komischen Hauptmann-Typi da hin. Kann man die hier zähmen? Ah, nee, die sind bändigen nicht möglich. Die sind feindselig. Weißt du, was das sind? Diese Feuervögel, die uns. Ja. Schon mal geärgert haben. Da unten haben. Ist irgendwas. Huch. Das sind warum so die Hirsche. Gibt es so viele Rentiere? Ja, genau. Mann, gibt es überall Rentiere? Was ist das? Was ist das? Was Silberschuppenjäger. Oh, ist der gut. Kann man den aber zählen? Bändigen ist nicht möglich, nee. Buh! Buh! Aber die Figuren hier sind ziemlich cool. Was ist denn das? Schutzessenz. Kann ich damit irgendwas machen? Warum leuchtet das, Lila? Wo bist du denn? Hier oben. Guck mal, ich bin einfach ein bisschen hochgeflogen. Ich weiß aber gar nicht, was das ist. Wow, ich bin... Na, das ist ja eine tolle Schutzessenz. Da fliegst du gegen, bist du abgestürzt. Ja, verschwindet der Vogel. Das ist, gehört bestimmt zu irgendeiner Quest, würde ich wetten. Jetzt sehe ich es auch. Ja. Okay. Das gehört bestimmt zu irgendeiner Quest oder so. Okay, besonders hoch kann das Vögelchen hier nicht fliegen, ja. Ja. Na, dann nehme ich das Wölfchen. So. Bringe auf meinen Panther um. So. Dass man mal eins ausgelevelt kriegt. Man könnte die Tiere, man hat auch sowas wie eine Farm. Da kann man die Tiere auch zum Leveln hingeben. Finde ich auch ganz gut. Ein Gold ist auch nicht... Also ist schon viel am Anfang, ne? Weil man am Anfang nicht so viel Gold hat, aber ich denke, nachher ist das nicht viel. Wenn du ins auf dem Marktplatz guckst, die Leute verkaufen da teilweise für 400 Gold irgendwelche Sachen. War da nicht auch irgendwas mit 1500 ja. Gold, oder? Nein, oh, ich will so eine Kuh bändigen. Ein arglistiger schwarzer Bulle. Nein, ist ja cool. Ja, warte. Kann man die bändigen? Ja. Dann mach mal. Ein verlotterter Büffel. Ein verlotterter? Ein Lodderbüffel. Finde ich gut. Ich nehme einen verlotterten Büffel. Nein, ich nehme auch hier was Gutes. Der darf den jetzt aber nicht totschießen hier, der Drachenritter-Kavallerie-Typ. Schwarzer Bison, gebändigt. Nein, wie episch ist denn das bitte? Hast du den? Ja. Meiner ist fast fehlgeschlagen. Und ich habe gar nichts gemacht. Wie cool ist denn das? Ah, nee, ich bin runtergeflogen. Ah. Oh, jetzt ist der sauer auf mich. Warte, ich helf dir. Warte, ich... Ach so, ja, hau ihn aber nicht ganz kaputt. Oh. Oh. Das war ein bisschen zu spät. Weil dann vielleicht hättest du, weißt, dann hättest du den ja noch zähmen können. Oh, der vielleicht ist aber auch hübsch, der Verlodderte, ne? Ich nehme jetzt einen Verlodderten. Der Verlodderte sieht auch gut aus. Kennst du diese Kühe mit diesen, ich weiß gar nicht, irgendwie bla 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 Weiderind? Die haben so ein, wie diese Verlotterten, so viele Haare im Gesicht. Ja, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ich auch nicht. Irgendwas mit Weiderind. Und die hatten wir in der Nachbarschaft damals, in einem anderen Dorf, wo wir gewohnt haben. Und wenn wir da dann spazieren gegangen sind, haben Milena und ich die Kühe immer verarscht. Geh mal wieder zum Friseur. Wie läufst denn du rum? Wie heißen denn diese verlodderten Viecher eigentlich? Ich weiß es leider nicht. Gott, keine Ahnung. Oh, da ist noch ein neuer Panther für dich, falls du ach, möchtest. Ach, der sieht doch witzig aus. Ein Weiß-Schnurhaar-Panther gibt's hier. Oh, Panther. Ist der cool, ich will den haben.
Oh, behält er das Lilane, wenn man den bändigt? Das wäre natürlich schon mega cool, ne? Geil, komme ich irgendwie auf den drauf? Komm halt nicht auf den drauf, ne? Ach so, warte, kann mal weg, aber man, ne? Kann ja mal... Warte. So. Großer Panther gibt's ja auch. Warte, ich will mir mal einen großen angucken. Ja, warte, ich hab den einen jetzt hier mal angegriffen. Ich muss den mal kaputt großer machen. Großer Panther, jetzt. Okay, nein, so groß ist der gar nicht. Oh Gott, der ist gleich tot. So. Ich glaube, die behalten bestimmt das Lilane, wenn man die... Hier ist ein Einhorn. Hier ist ein Einhorn. Wollen wir ein Einhorn? Aber wir haben doch ein Einhorn. Nein, das ist kein Einhorn. Hier ist ein anders. Oh, nein, ist ein und weiß, Einhorn. Ja, und ich habe mein Einhorn-Bändigungszeug nicht mit. Das ist bei mir auf der Bank. Oh, das oh hat Gott, so, warte, habe ich das dabei? Hat so Federn hinten dran. Was braucht man dafür? Dieses, so ein grünes Blatt ist es. Scheiße, ja, ich habe es auch auf der Bank gelassen, weil ich dachte, ach, wenn du mal eins findest, dann kannst du es auch holen. Ja, egal. Aber vielleicht können wir das ja gleich irgendwo holen. Wir brauchen ja nur so ein Bestien-Typen. Dann können wir doch in unsere, auf unsere Farm. Ja. Oh, ich will auch ein Einhorn. Und ich will doch so ein verloddertes Vieh. Und ich will so ein Panther. Ich will alles. Sind wir überhaupt richtig? Ja, hier wir oben. Wir müssen da hoch. Da ist Liam. Warte, warum hat Liam jetzt eine Quest über den Kopf? Hast zum du die Abgeben? Quest vielleicht doch noch? Hast du die doch nicht abge... Nee, ich hab die abgelehnt, aber der trotzdem ein Ding über dem Kopf. Hallo Liam, ich hab hier ein Liebesbrief. All glory to the kingdom of Hakanis! Na dann, wenn ich... Oh ja, Liebesbrief abschließen, okay. Und dann? Duty calls. Und wo ist der andere Typ? Der ist, glaube ich, innen drin gewesen. Da, Fand. Lukas. Lukas, der Lokomotivführer. Bei dem habe ich gar nichts oder doch. Ach so, nee, der, hier kann ich was annehmen. Besiege irgendwelche Bullen und Verlodderte. We're outfitted to fight bandits, ja, not nee. Wild beasts. Das ist der nicht. Vielleicht nach oben laufen. Wahrscheinlich, ja. Waffen- und Rüstungshändler. Warte, ich nehme hier die Turmwache von Logan auch gleich an. Ach, hast du die unten? Ach, ich nehme die gleich auf den Rückweg an. Ja, ist ja egal. So. Der Verlodderte. Verloddert, ich mag das Wort. Der verlodderte Büffel. Oh, wie hoch ist denn das hier? Was ist denn ja, los? Ja, eben. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Vogel genommen. So. Mhm. Aber da ist er. Melvin Hahn. Here's a brave one. Was möchtest du denn jetzt? Besiege einäugigen Huhn Baba. Was ist Solange denn das, magic has aber besiege ich. Wir machen alles kaputt. Das können wir am besten. Da drin ja. sind wir richtig, richtig gut im kaputt. Aber ich renne hier nochmal schnell runter und nehme die Quests noch und dann kann man die gleich mitmachen. Ja, natürlich, ja. Dann kann man die gleich alle mittöten. Und ich gucke auch mal, ob hier so ein Bestien-Haiopai irgendwo rumsteht. Vielleicht können wir dann unsere Einhorn-Zähmungssache da abholen, meist. Ja. Soldat, Soldat. Eine ängstliche Wache, na, der hat doch seinen Job wohl auch verfehlt. I'm not a coward. So, jetzt hab ich's. Besiege große Panther, drei Stück. Ach, da unten. Ach, die Auftragstafel können wir hier leider noch nicht machen. Ein Bastler ist hier. So, ich werde das jetzt aber so machen. Ich werde mich jetzt hier binden. Damit ich hier zu dem Einhorn dann wieder hin kann. Ach so, ja. So. Ort für den Rückrufstein festlegen. Ich vergesse sonst, wo das war. Ja, okay. Was ist denn das für ein... Also das, und wo hast du die Quest mit den... Ah, da. Genau. Dem ängstlichen Wachen. Ja, der ist... der rennt mir jetzt hinterher, die ängstliche Wache. Thomas, die ängstliche Wache. Okay, Thomas, dann komm mal mit. So. Ach, du hast schon wieder. Ja, ich vergesse. Wenn ich deinen Wolf immer sehe. Dann auf sie mit Gebrüll hier, ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Einfach alles kaputt dreschen. Wir haben ja ängstliche Wachen als Verstärkung dabei. Mhm. Die unterstützen uns. Mhm. Hier der Verlodderte.
Hey, du Verlodderter. Ich weiß, wie diese Folge heißen wird. Der Verlodderte. Der Verlodderte. Na komm, du Büffel. Wie kann denn Büffel überhaupt arglistig sein? Das erklär mir mal noch jemand, bitte. Keine Ahnung. Du kommst da ja trotzdem ran, wenn der in der Luft rumfliegt, ne? Ja. Das ist nämlich ganz gut, okay. Ich kann ihn auch zu mir runterziehen mit einer Kette. Ich habe hier so ein Kettending. Ich habe Salbei gepflückt. Warum auch immer. Ich nehme das mal mit. Man kann nie wissen. Ach so, das gehört jemandem. Ich habe gerade gedacht, da kommt ein cooles Vieh, aber da sitzt ja jemand drauf auf dem coolen Vieh. Ne? Das ist ja doof. So, noch ein Panther. Ich mag die Panther. Ich wollte gerade sagen, der wäre doch eigentlich perfekt für dich. Und dann mit diesem komischen Schimmer drumrum ist schon cool. Also sieht schon cool aus. So, dann da vorne ist noch einer. Wir sind hier gleich schon wieder fertig, ey. Okay, na doch nicht. Da sind noch ein bisschen... Ja, aber das geht schon so. Zu zweit kann man das ganz gut machen, finde ich. Ja, das ist doch okay. So. So, haben wir genug von den... Verlodderten? Ein Arglistigen nee, brauchen wir noch, ne? Und hier auch noch ein Panther? Ja. Ich sehe da hinten einen Pfeil noch. Ah, das müssen wir zerstören. Das sind bestimmt diese Zerstöre... ja, genau. Oh, und das gilt für uns beide. Halleluja. Zum Glück. Ja, da vorne ist auch noch einer. Magiestein des Todes. Guck mal, haben wir gar nicht gesehen. Gott, mein Wolf hat hier schon gleich wieder keine Ausdauer. Ja, das geht total schnell bei den Haustieren. Ne? Aber wir haben jetzt ja die große Auswahl. Wir haben jetzt ja zwei Haustiere. Also man kann übrigens, siehst du, für alle, die das nicht wissen, man kann aus jedem Tier auch so ein Haustier machen, was mitläuft. Also man könnte auch ein Mini-Einhorn zum Beispiel machen. Du könntest zwei zähmen, eins, auf dem du reitest und eins, was du dann halt als Mini-Einhorn mit dem rumträgst. Also noch 6 Magiesteine brauchen wir. 4 brauchen wir, oder? Also 2 von 6 haben wir. Ja, okay, 4. Da vorne ist noch einer. Ah ja, ich kann nicht so sprinten wie du. Aber ich bin dir auf den Füßen. Jojo. So. Da ist auch noch einer. Bei den Einhörnern sind welche. Kann ich den irgendwie von Weitem schon? Na, so. Oh, guck mal, so viele schöne Einhörner. Müssen wir uns unbedingt noch holen. Ja. So. Warum? Aber die töte ich nicht. Nee, die sind auch schön, oder? Also. Okay, das war's schon. Wir brauchen noch Hornbaba. Besiege Einäugigen. Ja, aber das ist ja ein Stückchen. Wo sind denn unsere komischen Wächtertypen? Die hatten wohl jetzt so viel Angst, die sind jetzt nach Hause gerannt. Oh, wow. Guck, wie schön. Da rennt Thomas, die ängstliche Wache, mit dem Nächsten rum. Naja, Thomas. Oh Gott, ihr sterbt doch hier. Ihr müsst uns doch folgen, ihr ängstlichen... Oh. Nee, der ist bestimmt hier mit der... Ach, das ist... ich dachte schon, hey. Hornbaba, wo ist Hornbaba? Ach, verlodderter Büffel. Bestimmt da, wo das X ist. Ich reit mal hin. Ja, hier. Ja. Ich nehme so ein Einhorn-ähnliches Vieh. Naja. Ist halt nicht dasselbe, was willst du machen noch? Trotzdem. Du musst ja auf alle Fälle mal noch so einen Panther zähmen und mal gucken, ob das... Das ist ja... Oh, der ist ja schick. Guck mal hier links. Ja. Der Weiß-Schnurhaar-Panther. Den brauchen wir. Mensch. Der sieht ja schön aus. Ich würde... Ach, der ist leider fast tot. Aber der ist schön, ja. Oh, jetzt sind beide tot. Ich wollte eigentlich nur einen töten. Cool. Der sieht schön aus.
Finden wir bestimmt nochmal. Oh, muss ich wie schön ziehen. Ist das denn da hinten? Ah, oh, hier ist alles so schön. Ich glaube, das ist so ein magischer Baum. Sieht so aus, so. Ne? Murinesee. Ja gut, aber die Folge ist heute schon wieder zu Ende. Leider. Oh. Sind schon wieder fertig für heute. Die Zeit, die geht immer schnell rum. Oh, da sind Schildkröten wieder. Hurra! Oh Gott, was für Tiere wir noch so zähmen und was wir alles so haben werden, siehst du dann bestimmt in der nächsten Folge, würde ich wetten, weil wir werden natürlich ein bisschen weiterspielen. Und wie viel Panther, Einhörner und Schildkröten wir haben, siehst du dann einfach das nächste Mal. Ciao! Tschüss!